Moin Leute, willkommen ja zu einem neuen Video von mir und ja, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, geht es um den NS17 und zwar gibt es einen neuen Trailer und zwar den GoQuest Town Teaser Trailer und ja, ich würde sagen, schaut euch den erstmal an. So, ihr habt euch den angeschaut, aber ganz kurz vorab muss ich jetzt noch was sagen. Das war natürlich mit anderer Musik. Aber gestern kam ein Video von mir, das habe ich auf dem Handy geschnitten, gedownloadet, aufgenommen und hochgeladen. Deshalb ist es nicht so gut, aber jetzt kommen wieder normale Videos. Und ja, schauen wir uns die jetzt mal langsam an. Erstmal Peggy 3 natürlich, klar. Dann haben wir schon mal den Oldtimer, das Oldtimer-Car von Lizard, das wir als Standardfahrzeug wahrscheinlich haben. Dann haben wir Basketball, dann laufen hier ein paar Menschen rum. Ja, sieht ja selbst, da kann man nicht viel dazu sagen. Ein Pool, auch schön. Deine. Ja, also. Sieht halt hier, steht noch der Wald dabei, die ganzen Lizards dabei. Und hier, die Straßen sind schon breit. Also da kommt man einigermaßen gut aneinander vorbei. Im Multiplayer. Und wenn da noch Autos hin und her fahren, dann wird es schwierig, aber es wird gehen. Nee, der Trailer ist, wie gesagt, relativ kurz. Und ja, da kann man nicht mehr dazu sagen. Hauptsächlich, was ich jetzt noch dazu sagen will, ist, es sind wie gesagt nur noch 6 Tage bis zum LS17 Release. Und ich persönlich freue mich auch wirklich drauf. Und ja, wenn ich mir überlege, dass jetzt sind es 10 Trailer, es fehlen noch Launch Trailer und Garage. Nein, Garage Trailer hatten wir ja schon. Aber trotzdem, es fehlen noch Maschinen haufenweise und alles. Ich bin mal gespannt, also da kommt noch einiges dazu. Es sind ja jetzt noch die die Förderbänder und alles. Ich bin einfach mal gespannt, diesen Freitag alle Fahrzeuge wahrscheinlich dann released werden. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.